grüße euch heute von einer neuen Tour. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar geht es auf das Laginhorn. Ich bin jetzt hier in der Schweiz, in Saas-Fee und starte die Tour mit der Bahn bis zum Kreuzboden und gehe dann die Stunde noch bis zur Weißmieshütte hoch. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Viel Spaß! Das ist die Hohe Saasbahn. Man könnte auch hier von dem Parkplatz aus laufen, circa 3 Stunden bis zur Weißmieshütte. Aber da ich gestern schon eine schwere Tour hatte, spare ich mir einfach ein bisschen die Energie. Du kannst hier dann direkt auf den Parkplatz fahren, Ticket ziehen und bevor du wieder rausfährst, bezahlen. Übliche Schweizer Parkplatzgebühren. Ticket kaufen, einsteigen und dann losfahren. So, davon kommt jetzt Kreuzboden. Da steigen wir aus. So, jetzt sind wir Kreuzboden 2400 Meter. Und hinter uns sehen wir schon die Tour zum Laginhorn. Wie ihr seht, komplett schneefrei. Der linke Grat. Weißmies, Vorgipfel Weißmies, relativ wenig Schnee. Ja, von der Mittelstation hier aus weiter kannst du gar nichts verkehrt machen. Du gehst hier an der Gabelung den Weg hier hoch, ist auch alles ausgeschildert. Und gehst da einfach gerade hoch, dem Weg folgend. Und siehst da oben, ich weiß nicht, ob das von der Lichtqualität her passt. Auf jeden Fall sieht man die Weißmieshütte schon von hier unten. Und überschaubar, 3/4 Stündchen. Die alte Weißmieshütte ist sportlich. Aber typische Bettenlager. Ich habe mich schon mal eingerichtet. Ich sitze hier circa 200-300 Meter oberhalb von der Weißmieshütte und ich hoffe, denn was in das Video aber reingehört ist, das Gesamtpaket. Ich habe gestern meine Akklimatisierungsroute gemacht aufs Mettelhorn. Das waren knapp 2300 Höhenmeter einfach, 11 Stunden. Und der Wind war ein bisschen eklig, verschwitzt war ich auch. Die Tour war generell anstrengend und wahrscheinlich nicht optimal geeignet. Sie hat mir einfach schon zu viel Energie geraubt. Ich denke, ich werde jetzt hier einen Tag Ruhe einplanen. Einfach einen Tag auf der Hütte bleiben, gebucht ist ja eh, das ist egal. Und mache dann nur das Laginhorn und schaue, dass ich wieder auf den Dampfer komme, weil ich will ja dann noch nach Chamonix ins Mont Blanc Massiv und mir da noch ein bisschen die Füße vertreten. Und das macht ja nichts, wenn ich mich jetzt hier komplett aufarbeite und dann nach hinten raus geht gar nichts mehr. Ich erzähle euch das nur, dass ihr das für eure zukünftigen Touren auch berücksichtigt, je nachdem wie fit ihr seid, die Touren wirklich mit Bedacht zu wählen, nichts zu übertreiben. Wenn ihr 1-2 Wochen in den Bergen unterwegs seid und permanent 4000 runter und wieder 4000 hoch und, das kann dann schon an die Substanz gehen, sicherlich auch für Geübte. Und ich gehöre ja, wie ihr wisst, in die Rubrik der Anfänger, der auch nur Spaß haben möchte am Berg. Ich will ja hier keine Rekorde brechen und nichts dergleichen. Für mich steht der Spaß ganz klar im Vordergrund, das Erlebnis. Und ja, und da sollte es mir auch gut gehen dabei, weil sonst macht das Erlebnis auch keinen Spaß und dann war es ja quasi komplett umsonst, außer dem Erfahrungswert. Also in dem Sinne werde ich, denke ich, morgen mich hier ausruhen und dann mal den Burschen da hinten nehmen. So, guten Morgen. Ich werde die ersten Sequenzen wieder heute am Vortag vorziehen. Morgen früh gehe ich ja erst hoch aufs Laginhorn. Aber da wird es auch stockfinster sein. Also beschrieben ist oft, du sollst da hier den Weg gehen, über die Eisenbrücke davon. Da seht ihr so eine kleine Eisenbrücke und dann da die Serpentine hoch. Du kannst aber auch hier einfach den Buckel hoch und dann da drüben
diesen Weg rüberqueren. Oh, da wo das erste Mal. Der Weg geht dann zwar nach rechts weg, aber du kannst da an der Stelle, wo der Weg bis an die Trift, bis ans Wasser rankommt, da gehst du einfach drüber und bist dann auch auf diesem Weg. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo der Bach, der Wildbach, über den Weg übertritt. Da geht ihr einfach drüber und dann haltet ihr euch rechts. Zeige ich euch, dann sind auch noch Steinmandel und ich glaube, die Orientierung sollte nicht so schwer fallen. Ich lasse mich da mal überraschen. Da seht ihr da vom Schnee die Gondelbahn, die fährt zur Bergstation Hosaas. Von Hosaas kannst du da im Hintergrund auf den Weißmies gehen. Man kann theoretisch auch in das Massiv des Lagenhorns gehen. Hier gibt es sicherlich verschiedene Routen hoch. Wie gesagt, du kannst in dieser Senke ist der Übergang vom Weißmies zum Lagenhorn über das Lagenjoch. Wie gesagt, du kannst von Hosaas rüberkommen, von Weißmies selber. Oder du kannst auch, da hinten sehen wir noch rausgucken, das müsste das Fletschhorn sein, die Tour zum Fletschhorn gehen und dann die Gratüberschreitung zum Lagenhorn machen. Ich gehe jetzt den Normalweg, so wie er auch in der Hütte unten beschrieben ist. Das ist ganz toll gemacht. Alle Routen und auch die ganzen Kletterstrecken, die es hier gibt, sind unten als Routen erfasst, beschrieben, dokumentiert und als Mappen liegen die für jeden aus. Auch mit Fotos hinterlegt, also ganz toll gemacht, dann kannst du einfach noch mal reinschauen. Und die Hüttenleute sind auch behilflich mit Angaben zu Schneelagen, zu erwartendem Wetter und so weiter und so fort. Also das passt hier oben alles sehr gut. Als Normalroutenbegeher lassen wir natürlich den Klettergarten hier zur linken Hand, zur rechten Hand liegen und gehen den Weg natürlich weiter. Ganz da oben sehe ich ja schon wieder das nächste Steinmandel. Genau. So, jetzt seid ihr diesen Geröllrücken hier hochgelaufen. Kommt hier an ein etwas größeres Steinmandel und dahinter ist ein großer solitärer Felsbrocken. Steinmandel gehen nach rechts, noch ein paar kleinere weg. Und wenn ihr dann im Gelände gründlich schaut, nachts ist das sicherlich nicht möglich, führt uns der Weg dadurch das Geröll. Gut, ich sehe von hier unten jetzt bei Tageslicht auch schon einige Steinmandel und ansonsten Augen auf, wenn es dunkel ist und das sollte findbar sein. Ja, von da unten sind wir jetzt gekommen. Und wie gesagt, überall Steinmandel, kleine. Du musst ein bisschen hinschauen, dass du dich nicht allzu sehr verkofferst, aber an und für sich die Wegfindung recht gut. Nach wie vor. Ja, nach der ersten Stunde Kraxelei kommt man jetzt hier auf so ein Zwischenplateau. Hinter mir ist dann der weitere Anstieg Richtung Gipfel. Aber das Plätzchen hier bietet sich an für eine schöne Brotzeit und zum Genießen der Aussicht. Sensationell, oder? Schau mal, die Wolkenbänder und darüber die ganzen 4000er. Plateau sind wir jetzt hier hochgekraxelt und an dieser Stelle eröffnet sich dann jetzt schon langsam der Gipfelanstieg. Ja, das Gelände wird jetzt ausgesetzter.
Eigentlich wollte ich ja nur den Zustieg dokumentieren heute früh, aber dann lief es eigentlich so ganz gut und ich dachte, komm, geh einfach mal weiter. Das Wetter ist spitzenmäßig, ich fühle mich saugeil. Dafür, dass ich gestern noch mit ein bisschen Temperatur und richtig scheiß beieinand war, geht es mir heute richtig saustark. Und ja, viel Plateau ist hier nicht. Hier geht es gleich überall krass runter. Da, wo jetzt der Nebel drin ist, ist wie gesagt das Lagenjoch. Da hinten der Sportsfreund der Weißmies. Hier rechts im Hintergrund sollte das Weißhorn sein. Einer der höchsten Schweizer Berge, die vollständig in der Schweiz stehen. Ansonsten schauen wir nochmal jetzt darüber. Auch sensationelle Aussicht da, die 4000er ragen aus den Wolken raus. Fantastisch, ganz toll. Hier haben wir was Emotionales zwischendurch. Ich sitze heute also hier vor meinem ersten 4000er und ich denke, mir geht es genauso, wie es den meisten geht bei ihren ersten 4000er. Da tut sich was Emotionales auf. Das ist ein neues Level, das ist das Erreichen eines Ziels und denkt nicht, dass mir der erste 4000er, auch wenn das jetzt das Lagenhorn ist und das ein einfacher 4000er ist, dass der mir zugeflogen ist. Da trainiere ich seit voriges Jahr hin. Angefangen natürlich in unseren heimischen Blaubergen, Mangfallgebirge, über das Karwendelgebirge, die Ammerlauer Alpen, Chiemgauer Alpen, Klettersteingebirge etc. etc. Zugspitze, Watzmannüberschreitung. All diese Berge sind natürlich im Vorfeld dazu gekommen, genauso wie Ausdauertraining, Techniktraining, Seil, Standardsicherung etc. Alles diese ganzen Sachen sind ja auch teilweise zeitliche Entbehrung. Und dann stehst du hier und dann bist du auch zufrieden. Gerade wenn ich mir überlege, ich bin jetzt um die 50, ich habe zwei Herzinfarkte, also OPs und in den letzten zwei Jahren eh recht viel Scheiße erlebt, die mich gut kennen, wissen ganz genau, wovon ich hier rede. Und ja, es ist dann ein neues Lebensziel zu stecken und einfach auch mal alles von vorn wieder anzufangen und dann auch zu erreichen. Schon gigantisch, Leute. Also was ich will eigentlich sagen, was steckt euch zu durch mit so gewaltigen Erlebnissen wie den heutigen, was ich habe. Und das ist das auch richtig tief rein. Nehmt es einfach. Das ist super. Da oben im Nebel sind wir gewesen. Schade, jetzt die Spitze zu. Aber wie gesagt, diesen ganzen kernigen Grat da runter geturnt. Ja, im Großen und Ganzen, ich sag mal so, Kraxelei und Kletterei im ersten. Oh, ob da mal vielleicht ein zweiter dabei sein sollte? Ich würde jetzt fast mal sagen, nein. Ja, Rückzug war schön. Ich hatte Philipp und Valeria flüchtig kennengelernt, dann sind wir zurück runtergegangen. Das war total super. Er absolut sicher, Wegfindung 100% und hat Tempo gemacht, weil er noch die Bahn in Rosas erwischen möchte. Wir haben uns dann ungefähr, wo haben wir uns getrennt? Moment dann mal, ich würde mal sagen ungefähr in, ja, irgendwo da haben wir uns getrennt. Er ist jetzt da hinter diesem Kamm runter. Und ja, extreme Trittsicherheit ist hier erfordert, also sehr, sehr vorsichtig sein, Freunde, das kann wehtun, alles sehr porös, sehr wackelig, loser Fels, wirklich sehr loser Fels und das teilweise, ihr seht es ja doch schon etwas steil, teilweise auch schon recht ausgesetzt, also die Konzentration müsst ihr Hochzus wie Runterzus 100% halten. Bei der Wegfindung Hochzus, Runterzus war sie jetzt etwas besser generell, weil man von oben die Wege etwas besser sieht, als wie wenn man von unten kommt. Das ist aber generell so. Hinzus habe ich mich zwei, dreimal verkoffert. Nicht dramatisch, aber
schon, dass mir aufgefallen ist, kritisch. Und rund dazu ist es mir das jetzt natürlich nicht passiert. Aber wie gesagt, tolle Tour und sensationelles Wetter, das hat hier gehalten. Dafür, dass ich echt bloß den Einstieg erkunden wollte, sensationell. Oh, da hinten, wie schön, saß Fee. Einwandfrei. Nach einer angenehmen Nachtruhe noch mal ein letzter Blick zurück auf die Weißwieshütte und das Laginhorn, was ist da? Naja, ein bisschen im Nebel versteckt. Gehen wir jetzt hier wieder zurück. Genießen die fantastische Aussicht. Gehen zum Kreuzboden und fahren mit der Bahn wieder runter zum Parkplatz. Ja, das war meine Tour vom Laginhorn. Mir hat es mordsmäßig viel Spaß gemacht. Sensationelle Aussichten. Eine schöne Route, die Weißmieshütte, sehr zu empfehlen. Ganz tolle Gastgeber, Wirtsleute. Fantastisches Wetter. Ja, genauso muss eine Hochtourentour funktionieren. Dann ist der Spaßfaktor wirklich sehr hoch, der Genussfaktor. Dann ja, gibt es nichts mehr dazu zu sagen, außer dass es geil war. Also, bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.